So, liebe Vize-Beast-Freunde und fleißigen Zuschauer, heute starten wir mal mit einer grandiosen Aussicht. Und ja, ich stehe hier auf einem Baum. Und das Komische ist, der Baum hat teilweise grüne und blaue Blätter. Und wenn ich ihn anschaue, dann wird alles blau. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Bug ist, dass er mir jetzt sagt, dass es Silverwood. Das ist irgendwie totaler Quatsch. Wir waren ja stehen geblieben bei unserem Golem Animation Core. Und um einen Golem Worker zu bauen, brauchen wir, ja, wie man auch sieht, Great Wood Log oben rechts. Obwohl er sagt mir hier, ne, Silverwood. Und wir werden jetzt mal ein bisschen dieses Holz ernten. Ich hoffe, die Axt hält noch ein bisschen durch. Ja. Super. Wir sind mit der Hand schneller als mit dem Drill. Alter. Das ist ja auch geil, oder? Ja. Und dann können wir mit 5x Holz und ein bisschen Aspekten, können wir dann unseren Golem bauen. Es ist auch sehr merkwürdig. Ich habe da ja unten in meiner Leiste schon die Saplings drin. Und wenn ich diese Saplings setze, dann kommt irgendwie so ein leichter Fehler. Das kann ich auch gleich nochmal zeigen, wenn ich zurücklaufe. Die Frage ist natürlich sehr merkwürdig. Es ist sehr merkwürdig, was das hier für ein Bug ist. So. Wie viel haben wir denn? 14, nehmen wir auch einen mit. 7. So, das bleibt jetzt erstmal so. Hier geht's raus. Da hinten ist Silverwood. Richtiger Silverwood. Naja, 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 naja. Mal sehen. Habe ich den Spawner da eigentlich? Ne, der Spawner ist da immer noch, wie man sieht. Da in der Mitte. Und wenn wir da rangehen, dann fängt er auch direkt an zu drehen. Und lässt natürlich diese Wisp spawnen. So, auf nach Hause. Unser Abwehrsystem. Irgendwie fehlt hier was. Werden unsere Abwehrsysteme hier einfach weggehauen oder was ist hier los? Das kann wohl nicht wahr sein, ey. Hier habe ich doch auch welche aufgestellt, oder? Sehr, sehr merkwürdig. Ja, da sind die beiden Saplings. Und wenn ich jetzt mit der Maus über den Sapling fahre, bap. Und ich kann auch nicht ihn mit Knochenmehl irgendwie beeinflussen. Ich hoffe, das gibt sich noch, dass der trotzdem sich gleich zu einem richtigen Baum entwickelt. Ich habe hier übrigens auch eine Wispy Essenz bekommen. Habe ich hier ja auch. Warum die jetzt farblich unterschiedlich sind, keine Ahnung. So. Unseren Chor. Und dann legt man eine 5 so gesehen. Und dann brauchen wir noch die beiden Aspekte. Die hatten wir einmal auf Brot. Also zwei Brot müssen wir reinschmeißen und wo hatten wir denn die Geister? Ach, die Geister hatten wir hier. Und davon müssen wir ein 8 reinschmeißen. So. Haben wir noch Wasser drin? Haben wir nicht. Hier haben wir aber noch ordentlich Wasser. Und was haben wir da auch noch? Logischerweise. So. Zap, zap. Das Wasser muss logischerweise erst kochen.
unsere Aspekte sind da und da ist der Wood Golem Worker. Ja, hier sieht man auch schön die Aspekte fliegen. Das sieht man natürlich, wenn man die. Es gibt eine Brille, die lässt uns sehen, was hier für Aspekte drin sind dann. So, jetzt können wir theoretisch. Ich weiß nicht, ob das auch hier mitgeht, dass er das da rein tut. Warum geht das nicht? Der muss doch in der Nähe von einer Kiste. Sehr kuriose Sache. Invalid Inventory. Das geht auch nicht. Das geht nicht, das geht nicht. Sehr merkwürdig. Man kann, kann man ihm nicht irgendwie was? Ich weiß gar nicht. Stirbst du auch? Oh nein. Okay, so funktionierst also. Du bist ja lustig. Gut, er kann also Items aufsammeln. Das ist ja schon mal interessant zu wissen. Damit kann man natürlich eine ziemlich gute Farm auch aufbauen. Und ich wollte ja das machen. Ich wollte ihn mal. Kann ich dich töten? Und dann bist du weg, ne? Ah. Okay, scheiß drauf. Ja, der hätte uns da eh nichts gebracht. Auf jeden Fall kann man mit dem hier eine Farm aufbauen. Zum Beispiel haben wir unten noch die Wizard-Skelett-Farm. Und wenn ich den Boden so gesehen weiter nach unten versetze und sie sterben lasse im Fall, also Fallschaden kriegen, kann ich zum Beispiel Kohle und ich glaube, sie droppen Steinschwerter oder sowas. Die Steinschwerter könnte ich recyceln und die Kohle halt in eine von ihm in eine Kiste sammeln lassen. Ich weiß nicht, ob er das mit Erfahrung auch macht. Ich glaube nämlich nicht. Könnte allerdings die Kohle halt in. Ja gut, es droppte eh keine Erfahrung. Logischerweise. Und die Kohle könnten wir dann in eine Kiste leiten lassen, die wir an einer Sortiermaschine dran haben, die dann in eine Barrel sortiert. Oder in einen Fabricator und der macht uns daraus Kohleblöcke. Oder in einen Kompressor halt. Je nachdem. Ja. Das ist schon mal gut. Soul Spirit. Okay, das ist noch besser. Das andere auch mal steigen würde. So. Ja, und jetzt? Vielleicht noch ein bisschen Brot. Nein. Great Wood. Was hat ein Great Wood? Hat Great Wood irgendwas? Great Wood hat Zauberei und sowas. Sind das nur drei? Warum habe ich eigentlich meinen Great Wood verballert? Muss ich ja erstmal wieder welches holen, wenn wir noch welches brauchen. Wir brauchen so ein bisschen Zauberzeugs und das hatte ich doch irgendwo auch drauf. Da ist Lehm. Wo hatte ich den Zauber?
Ich bin immer und davon hatte ich ganz schön viel. Warum finde ich das jetzt nicht mehr? Es gab doch eine Sache, die hatte ganz schön viel Zauberaspekte. Welches ist es denn? Sehr merkwürdig. Durchaus. Was hat denn Zauber? Great Wood Saplings, ja toll. Davon habe ich auch so viele. Wo ist denn jetzt? Ach Mann, ey. Ja, den werde ich dafür wahrscheinlich nicht verwenden. Müssen wir jetzt echt nochmal loslaufen und uns Zeugs holen? Ich bin der Meinung, es gab doch irgendwas, wo ziemlich viel Zauberei drauf war. Da, Silverwood. Davon haben wir immerhin noch ein bisschen was. 75. Na, komm schon. Achso. Ja. Nicht zu viel verbrauchen. Seelensand haben wir benutzt. Wir hatten das Essen benutzt. Wir könnten nochmal Lehm probieren. Aber Lehm hat nur Wasser und dieses Erdezeichen. Das heißt, wir könnten theoretisch auch Erde nehmen. Vielleicht klappt das ja. Nein, das klappt nicht. Haben wir noch irgendwas mit Wasser? Zip und tschüss und tschüss und tschüss. Was hat denn Wasser drin, außer Lehm? Ein Kaktus. Ein Apfel hat es nicht. Nix Wasser, nix Wasser, nix Wassertropfen. Kuchen. Ja, davon haben wir aber auch nur zwei Stück. Das ist natürlich demnach schwachsinnig. Bringt uns ein Kaktus voran? 37% nur. Da kommt auf jeden Fall Infernal Furnace. Okay. Wenn es um Furnace geht, würde ich sagen, dass es da um Feuer gehen wird. Das heißt, wir nehmen mal Netherstein, weil da ist immer ein Feuer mit drauf. Aha. Okay. Haben wir jetzt nochmal zwei Aspekte dazu bekommen, das ist gut. Und wir sehen auf jeden Fall schon den letzten, hoffentlich. Ja, das müsste der letzte sein. Wo haben wir denn das nochmal drauf gehabt? Das hatten wir doch irgendwie auf Schleimbällen. Oder ich bin auch der Meinung auf Strings. Also auf Fäden. Und Fäden haben wir ja noch. Müssen wir hier noch ein bisschen was abbauen? So schnell habe ich doch gar nicht geklickt. Fragt mich nicht, warum hier Blumen sind. Ich schätze mal, dass unsere Bienen das irgendwie hier hinten erreichen. Auch wenn sie so viele Ebenen weiter weg sind. Da ist es nicht drauf, aber hier ist es auch nicht drauf. Verdammt. Egal, da haben wir trotzdem Fäden. Es gab doch irgendwas, wo das auch mit drauf war. ME-System.
Flexseeds können weg, Fäden können auch weg. Bei Schleimbällen ist es drauf. Es müsste doch irgendwo auch noch mit drauf sein. Das hatte ich doch. Bienenwachs. Na bitte, geht doch. Einmal hier und einmal dort. Was das immer auch mit einem Ofen zu tun hat. Klicke, klick. Na komm. Furnace. Ja, jetzt habe ich so einen Ofen. What the fuck? Mystery Construct. 100 Wisp. Ja, und wie baue ich den? Empty Space. Okay, hier muss. Scheint ja so, als müsste ich den. Ich weiß gar nicht. Wie müsste ich den denn bauen? Hot enough. Interessant. Ich wollte eigentlich weiter mit den Golems forschen. Versuchen wir es nochmal auf die Art und Weise. Ja, super. Was brauchen wir für die Golems? Vielleicht so ein bisschen Zauberei? Nein. Okay, da kommt wieder Stein dazu. Klick, 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 klick. Und da kommen noch zwei weitere dazu. Okay. Wie sieht's hiermit aus? Nix. Wie sieht's mit Eisen und diesem Wusch? Das Wusch ist drin, okay. Motus. Das Symbol kennen wir doch. Das Symbol ist in Seeds drin. Jawohl. Und ich meine, Seeds haben wir genug. Ja, das müsste dann auch das letzte gewesen sein. Stone Golem. Na komm. Perfekt. Perfekt. Ja. Damit hätten wir dann unseren Stone Golem. Und ich möchte ja den hier haben. Das müsste der Lehm Golem sein. Golem, Golem, Clay. Genau. Den möchte ich haben. Okay, hier sind natürlich, ja. Wir zaubern zu viel. Da fangen wir wieder mal mit Bienenwachs an, würde ich sagen. Das hat uns bis jetzt immer ganz gut was gebracht. Oh, hallo. Klicken, bis du wund bist, ne? So. Vielleicht auch Samen? Nein, diesmal nicht. Hat Lehm. Jetzt kommt es eigentlich ja schon durcheinander. So viele Terminals und Bücher und hast du nicht gesehen. Wo ist. Haben wir überhaupt noch Lehm? Lehm hat Wasser und Erde. Okay. Versuchen wir es mal. Das sieht nicht danach aus. Wie sieht's hier aus? Auch nix.
Wie sieht's hier mit aus? Auch nichts. Auch nichts. Das hatten wir schon. Vielleicht hier so ein bisschen was. Auch nichts. Das hat immer schön viele Aspekte. Das eignet sich eigentlich hervorragend. Da ist er. Das ist auf jeden Fall nicht der Golem. So, wir haben ja noch ein bisschen, ne? Fleißig am Zaubern. So. Bellows. Arcane Bellows. Tja, was könnte dazugehören? Nein. Hatten wir das schon? Das hatten wir auch schon. Wir können ausprobieren. Feuersteine. Wir können ausprobieren. Pflastersteine. Da sind auf jeden Fall gleich zwei dazu gekommen. Das ist gut. Also, da muss ich klicken. Motors. Was könnte da noch zugehören? Was könnte dazu gehören? Wenn man wüsste, wie die ganzen Aspekte heißen, dann wäre das alles kein Thema. Wir können das mal versuchen. Das Flux. Achso, erzeugt Flux und Chaos oder wie? Oder was? Oder wo? Dann nicht. Das hatten wir auf jeden Fall schon. Schade. Wasser. Lehm haben wir auf jeden Fall, glaube ich, auch schon probiert. Haben wir Samen schon probiert? Aluminium. Was heißt hier ein halbes Stack? Komm her hier. Wir können auch nochmal hier probieren. Davon ein bisschen was. Halt das übliche Zeug. Aura, Aura. Aha. Nein, das war gekonnt jetzt, ne? Okay. Exclamation. Ja, mein Englisch, wie gesagt, ist nicht das Beste. Es ist leider so. Stoking the Flames. Okay. To a normal furnace to increase their speed. Also die unterstützen einen normalen Ofen auch. Aber ich würde ja dann den eher bauen. Also da werden wir uns auf jeden Fall nochmal ranmachen. Was das hier ist, habe ich keine Ahnung, ey. Nun gut. Tja, ich würde ja gerne irgendwie nochmal an den. Achso, nee, das war ja schon wenn dann. Ich würde ja gerne noch an den Lehmgolem rankommen.
das sieht auch wieder so merkwürdig aus. Auch nix. Ach du Scheiße. Stray Golem Worker. Okay. Das finde ich geil. Alles, was mit Golem zu tun hat, ist super genial. Ja, was könnten damit noch zu tun haben? Das auf jeden Fall nicht. Das auch nicht. Magic. Auch nix Magic. Schleimbälle, 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 Knochen. Hier. Aha, okay. Du darfst gerne fertig machen. Okay. Samen hatten wir, glaube ich. Nee, hatten wir noch nicht. Doch, hatten wir. Logisch. Feuersteine haben zumindest dieses Handwerkssymbol. Instrumentium. Oder Instrumentum. Könnt ihr eigentlich was damit zu tun haben? Jawohl. Und da kommt auch das letzte Symbol zum Vorstein. Vorstein. Zum Vorschein. Und das müsste relativ fix gehen, weil es fünf Aspekte sind. Und damit hätten wir den hier. Und ich mache einfach mal so. Mal gucken, welches es ist. Es ist der falsche. Es ist einfach der falsche. Farming Golem. Das ist ja interessant, würde ich fast behaupten. Kann der wirklich farmen? Basic, Speed, Intelligent, Perception. Ich will auch den, ich will auch den hier. Also, nochmal das ganze Spiel. Komm. Na komm. Komm, komm, komm. Einmal Bienenwachs, ja, super. Das auch nicht. Dann versuchen wir das hier. Auch nichts. Dann versuchen wir Brot. Auch nichts. Dann versuchen wir das Auge. Ein Wisp. Ja, toll. Das will ich doch gar nicht. Ich möchte doch eigentlich den Golem haben. Da ist was, da ist was. Da werden noch mehr dazu kommen, habe ich das Gefühl. Wir sind erst bei 47%. Nix. Hatten wir schon. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Pass auf. Das kommt mit auf unsere To-Do-Liste. So, dann machen wir jetzt nämlich, versuchen wir einfach mal den Golem uns zu erhaschen. Ich weiß nicht, ob das geht, ob man mehrere Sachen
als Formel oder als Papier da erstellen kann. Man klickt sich auf jeden Fall wund. Das habe ich so das Gefühl. Geht doch. Vielleicht probieren wir erstmal das. Dann probieren wir das hier. Dann probieren wir das hier. Was ist hiermit? Auch nichts, ey. Das ist schon wieder kein Golem, glaube ich. Das hatten wir, ne? Nein, das hatten wir noch nicht. Haben wir auf jeden Fall noch. Haben wir auf jeden Fall noch. Keine Sorge. Dann haben wir noch deutlich zu viel. Tatsache. Das können wir dann direkt abbrechen. Also eigentlich können wir das wegschmeißen, weil es zweimal das gleiche ist.